Ganz herzlich willkommen zurück zum neuen Part von Pokémon Rot. Der 10. Part müsste es sein. Wir gehen heute auf die MS Anne, besiegen alle Trainer und bekommen hoffentlich den Zerschneider, den man hier bekommt. Oder ja, genau, den bekommen wir hoffentlich. Und wir fangen mal im Untergeschoss vom Boot an und gehen hier die ganzen langen Türen lang, um den ersten Trainer zu finden. Da ist er schon. Ein... Was ist das für ein... Ein Angler? Oder was ist das? Nee, ein Angler. Ich besitze nur Wasser-Pokémon. Ja, da ist doch das, was wir ganz vorne haben, ganz gut. Nur ein bisschen underleveled. Deswegen gehen wir auf Myrapla. Weil Myrapla braucht auch noch einige EP, um stark zu werden. Säure, oh nein! Das kann mich auch vergiften, aber es macht normalerweise Schaden, glaube ich nur. Ist auch nicht effektiv. Und wir müssen sehr effektiv sein mit unserem, was ist das, Absorber heißt es, genau. Und können uns sogar wieder ein bisschen heilen. Mal schauen, wie viel Schaden. Hä? Ist es kein Typ Wasser? Ist ein Tara nur Typ Gift? Oder was anderes? Wir können es erstmal einschläfern. Volltreffer, ja toll. Ja, wir lassen es erstmal einschlafen. Ich mache jetzt trotzdem Absorber ein paar Mal. Aber warum ist es nicht sehr effektiv? Das ist Pflanze gegen Gift? Oder was? Kann das gegnerische Pokémon eigentlich in der Runde, wo es aufwacht, wieder angreifen? Weil das können wir nicht machen. Aber vielleicht der Gegner. Ich weiß ja nicht, wie fair das Spiel hier ist in dem Punkt. Auf jeden Fall schläft es immer noch und wir können immer weiter so machen erstmal. Schläft auch relativ lange, was gut ist. Volltreffer, toll. Schläft immer noch, oha. Schläft ja auch mal vor lange. Da wird man nicht immer nur selbst betrogen, sondern es kommt auf einem mal zum Vorteil. Jetzt müssen wir noch... Hä, schläft immer noch? Warum schläft das so lange? Okay. Das soll mir recht sein. Da haben wir es mit einer nicht sehr effektiven Attacke gefinished. Pikachu bekommt einiges an EP. Ist auch richtig so, weil das brauchen wir vielleicht noch. Das können wir noch ein bisschen trainieren hier. Wir können direkt immer wieder zurück auf Pikachu gehen, damit Pikachu auch ein bisschen Erfahrung bekommt. Ja. Aber ich glaube, Attacken sollten wir noch nicht einsetzen. Wir gehen lieber auf Myrapla, weil Sterndu, da bin ich mir sicher, dass das Typ Wasser ist. Haben wir auch schon in der Arena im vorletzten Part bei Misty gesehen, dass Sterndu und Starmie Wasser sind und Pflanze sehr effektiv dagegen ist. Ja, wir sehen sie auch. Zieht trotzdem nicht so viel ab, weil Absorber, glaube ich, gar nicht so stark ist. Deswegen macht es auch kein One-Hit-KO oder so. Gerade sei es und dann ist One-Hit-KO. Einfach, weil es ein Volltreffer war. Pikachu bekommt einiges an EP. Myrapla erreicht Level 20. Sehr toll. Hier sehen wir nochmal die Werte. Wollte ich mir auch nochmal anschauen. Init 19 ist langsam, oder? Ich glaube, es ist sehr langsam. Spezial ist hoch. So, Muschas ist Typ Wasser. Eventuell irgendwie Typ Eis noch oder so. Ich glaube aber, es ist Typ Wasser. In Musch... Wie heißt die Weiterentwicklung? Ich habe keine Ahnung. Ja, die könnte Typ Eis sein, aber ich weiß nicht, ob Muscher schon Typ Eis ist. So, die Attacke von Muschers ging daneben, deswegen dürfen wir zweimal angreifen und können es finishen ohne... Und haben sogar am Ende volle KP mit 54. Und der Angler ärgert sich. Das soll uns aber nicht unser Problem sein. Wir haben hier noch einen, der sieht aus wie ich. Das ist ein... Na gut, sieht doch nicht aus wie ich. Ein Matrose. Und sie setzt mal Schollo ein. Ich dachte, die haben nur alle Wasserpokémon. Ach nee, der eben hat das gesagt. Dann trifft es natürlich auf den nicht mehr zu hier. Dann setzen wir mal Shellock ein. Ist auch... Wir sind echt gar nicht so hoch gelevelt. Das ist eigentlich schlecht. Aber, naja, wir kommen damit klar. Auf Dauer. Was ist gegen Mascholo eigentlich effektiv? Ich glaube, da habe ich immer Probleme, weil Mascholo ist Typ Kampf und was ist gegen Typ Kampf effektiv? Psycho? Ich glaube, Psycho ist gegen Kampf effektiv und sonst
Fällt mir gar nichts ein, gerade, tatsächlich. So, aber wir haben Mascholle besiegt. Und die Kabine geleert, beziehungsweise bereinigt oder was auch immer. Und den ärgert es noch viel mehr, dass er von einem Kind besiegt wurde. Aber wir sind auch gar kein richtiges Kind mehr. So, wollen wir doch uns mal dieses Item holen. Bevor, aber vorher müssen wir noch gegen den Matrose kämpfen. Ich hoffe, der hat nicht nur Mascholle oder so. Nee, der hat einen Taffer. Ich mache mal einen Pikachu Donnershock. Die Attacke ist sehr effektiv. Aber warum ist sie sehr effektiv und bei Myraplan nicht sehr effektiv, wenn das Typ Wasser ist? So, ich habe gerade mal nachgeschaut und zwar bei Mascholle, das Typ Kampf und gegen Mascholle ist sehr effektiv Flug, Psycho und Fee. Fee gibt es eh noch nicht in der ersten Generation, aber Flug und Psycho, das ist sehr effektiv. Jetzt bin ich mit dem Pikachu reingegangen, weil ich dachte, es greift vorher an, aber es macht halt immer auch keinen Schaden, es ist 3 Level drunter und Myrapla braucht die EP genauso wie Pikachu. Ich habe auch überlegt, vielleicht nehme ich das Pikachu in mein Team und stattdessen Magnetilo nicht oder so. Aber ich muss auch aufpassen auf meine AP. Die gehen auch langsam aus. Ich gehe einfach gleich mich nochmal heilen irgendwann. Eilt aber noch nicht so doll. Okay, ich habe noch 8. Ich habe noch 8 AP. Genau. Und aber der Absorber killt jetzt. Und das Sternu kann nichts mehr machen und wir bekommen das Item, was hinter den Matrosen liegt. Das ist die TM 44. Cool. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist cool, ja. So, nächster Raum. Oh, wir werden direkt gespottet von einem, der uns nicht sieht. Wir finden einen Aether und einen Matrose. So, greifen wir mal wieder mit dem Pikachu an. Volltreffer und sehr effektiv. Das ist gut. Blubber, vielleicht killt das jetzt, weil wir haben echt nicht... Ah, nee. Okay. Müsste ja nicht sehr effektiv sein. Aber 2 Volltreffer von Pikachu und dann haben wir es besiegt mit Pikachu. Direkt. Und da als Belohnung gibt es Level 16 und Ruckzuckhieb für Pikachu. Und noch ein Seepa. Vielleicht können wir das ja auch noch killen. Aber es waren 2 Volltreffer, deswegen müssen wir eigentlich nicht drauf spekulieren. Ne, jetzt macht sogar weniger als die Hälfte Schaden. Und wir verlieren immer ein bisschen was. Und die Innen sinkt. Bei Blubber kann die Innen sinken. Habe ich glaube ich schon mal rausgefunden, aber irgendwie auch nicht richtig. Oh, und ja, Pikachu ist gleich down. Bevor das passiert, gehen wir einfach auf Myrapla. Pikachu hat das getan, was es konnte. Und Myrapla macht den Rest. So, das ist Teamwork. 1 KP, wow. Du machst mir Angst, Seepa. Und noch 1 KP. Ne, 2 KP. Ist auch nicht viel weniger, viel mehr meine ich. Sehr effektiv. Und Seepa ist besiegt. Und noch ein Seepa kommt, glaube ich, oder? Ja, ernsthaft. Da bleiben wir gleich mit Myrapla drin und Absorber. Ah, und ich habe jetzt gerade auch nochmal nachgeschaut bei Tentacher. Tentacher ist Typ Gift und Wasser tatsächlich, so wie ich es vermutet habe. Und ist deswegen schwach gegen Boden. Was ist hier noch? Gegen Boden, gegen Elektro und gegen Psycho. Also deswegen war auch Elektro, also von Pikachu, der Donnershock, bisschen, hat mehr Schaden gemacht. War normal effektiv. Oder sogar sehr effektiv. Und Myrapla Absorber nicht. So, kommen wir in die vorletzte Tür hier im unteren Stockwerk von der vom Schiff. Stockwerk kann man eigentlich gar nicht sagen, aber ich sage einfach Stockwerk. Ist ja irgendwie so ein bisschen nicht wirklich der Keller oder so, aber es ist halt der unterste. Das unterste Deck, so heißt es genau. Ja. Gut, wir haben Pikachu und alle wieder geheilt und machen wir hier mal weiter.
Pikachu gegen Sepa. Sepa kann es auf jeden Fall. Sepa kann Pikachu auf jeden Fall schaffen. Aber es hat eine niedrigere Init. Das heißt, es greift später an. Muss jedes Mal den Schaden nehmen. Ich hätte Ruckzuck machen sollen. Das hätte vielleicht gekillt. Und es ist ein Level drunter. Also viel erwarten braucht man nicht. Aber es hat es gekillt. Und vielleicht kommt es ja bald in Level 17. Ja, in der Tat. Hier ist es schon. Und Muschas ist das nächste. Ich bleib mal drin und wechsle wahrscheinlich direkt auf Myrapla. Muschas. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es Typ Wasser oder Typ Eis ist. Also Typ Wasser und Typ Eis oder nur Typ Wasser. Ich glaube, es ist nur Typ Wasser. Und das macht das auch sehr effektiv. Die Hälfte des Lebens können wir abziehen tatsächlich. Vielleicht versuche ich ja mal was. Schlafpuder nochmal oder so. Aber eigentlich voll dumm, weil... Ob wir es jetzt killen oder gleich. So killen wir es halt, während es schläft, und sonst hätten wir es direkt gekillt. Wir haben aber eh eine niedrigere Init mit Myrapla, was nicht so gut ist für uns. Pikachu bekommt... Oh, Myrapla erreicht Level 21. Wir leveln heute richtig viel. Tentara kommt wieder rein. Ja, Pikachu ist keine Option eigentlich. Wobei, ich gehe mal mit Pikachu rein. Schau, welches Level das Tentara hat. 17. Nee, das Tentara wird nicht gekillt von Pikachu. Da gehen wir auf Shillok. Mit Tackle. Wickel. Oh nein, der hat Wickel. Aber wir hätten ihn einschläfern sollen. Ja, einschläfern auch. Einschlafen lassen sollen. Mit Myrapla. Ah, okay, er macht Superschall. Ist auch nervig, weil ich jetzt verwirrt bin. Bitte trefft dich nicht selber. Doch, es trifft sich selber. 10 KP. Ja, und Superschall. Wie dumm ist der? Der macht nochmal Superschall, obwohl wir schon verwirrt sind. Shillok benutzt Tackle. Es ist durchgekommen. Und noch einmal Tackle muss durchkommen. Superschall macht es schon zum dritten Mal, obwohl ich immer noch verwirrt bin. Macht keinen Sinn. Und ich schade mir die ganze Zeit selber. Er muss gar nichts machen. Und jetzt greift er es erstmal richtig an. Obwohl er schon längst down hätte sein können. Shillok ist nicht mehr verwirrt. Und Tackle, Tentara weg. Volltreffer. Pikachu? Nee, kein Level hoch. Shillok auch nicht. Und der Matrose? Myrapla entwickelt sich. Oh, cool. Level 20 oder wo war es jetzt? Auf welchem Level? Aber auch gut. Wusste ich ja, dass das jetzt auf dem Level passiert. Sieht echt hässlich aus, finde ich. Vorher, das Myrapla sah ganz cool aus, aber das jetzt hier, nö. Sieht komisch aus. Du weißt, wir Seeleute lieben es zu kämpfen. Ja. Habe ich schon bemerkt. Da war schon der ein oder andere, der mit mir kämpfen wollte. Und ein Muschas hat der. Oh, auf Level 21. Ziemlich hoch. Das ist... Mal schauen. Duflo auf Level 21 entwickelt sich das auch. Das heißt, es ist genau auf dem Level, auf dem es sein soll. Und das Bild sieht ja auch so komisch aus. Aber es ist eigentlich genauso, wie es aussehen soll. So eine Blüte, so eine größere Blume, die da gewachsen ist aus der dem Samen, der da war, mit Myrapla. Ah, ich bin verwirrt, habe ich gleich mitbekommen. Dafür habe ich keinen Schaden bekommen mit KP, aber jetzt greift er nochmal an, bestimmt. Ja, Jekyll, und jetzt muss ich halt auch treffen. Oh, komm. Verwirrung, die ist in letzter Zeit ziemlich nervig, weil wir oft verwirrt werden, oft uns selber treffen. Aber wir können da kaum was machen. Außer Duflo wieder auswechseln. Da müsste die Verwirrung auch weg sein. Pikachu ist Level 18. Man sieht, es entwickelt sich wirklich schneller. Beziehungsweise levelt halt schneller. Und er freut sich, dass der Kampf cool war. Letzte Tür. Und dann haben wir die untere Etage abgeschlossen. Und da ist nochmal einer mit einem Nidoran. Und der will gleich kämpfen. Ein Top-Trank. Oh, der füllt den KP voll auf. Nee, Amasholo. Ach so, sieht alles aus wie Nidoran. Top-Trank füllt die KP bis zum Anschlag auf. Top. Ne? Und der freut sich, dass der Amasholo super stark ist. Hypertrank, Supertrank gibt es auch noch. Das füllt dann halt nicht 20 KP auf wie der normale Trank, sondern irgendwie 40, 60, 80 oder sowas. Ja, nächster Typ. Jetzt haben wir einen Mann im Anzug. Das ist, was ist das für eine Personengruppe? Haben wir die schon mal getroffen? Ich glaube nicht. Gentleman? Gentleman, ja.
möchte kämpfen und er setzt einen Fukano ein. Wow. Zum ersten Mal sehen wir auch einen Fukano. Pikachu ist irgendwie die schlechte Wahl. Aber Shillong ist perfekt. Weil Shillong löscht einfach das Feuer einmal kurz. Brüller, oh. Ist Brüller nicht, dass mein Pokémon wechselt, dass sich automatisch irgendein anderes Pokémon auswählt bei mir und das eingesetzt wird? Ja, Ackerknall ist nicht beim ersten Mal. Was heißt, Shillong bleibt unversehrt? Also Shillong, die Attacke ist daneben gegangen, heißt es oder was? Irgendwie, ja, wahrscheinlich. Shillong erreicht Level 24, Shillong muss auch ein bisschen nach oben kommen und versucht Biss zu erlernen. Ja, gerne, komm, gib her. Ich muss eine vergessen lassen werden haben. Und da werde ich Glover vergessen lassen. Glover braucht kein Mensch, da wir Aquaknarre haben. Das war mal so, ja, um nur ein bisschen AP zu sparen, aber trotzdem braucht kein Mensch. Und wir machen trotzdem Aquaknarre jetzt, obwohl wir Biss neu haben und ich zeige das schon früh genug, meine ich. Jetzt kann ich es zeigen. Brüller. Shillong bleibt unversehrt. Ich weiß nicht, ob er es nicht einsetzen kann. Oder ob ich irgendwie das daneben gegangen ist, einfach dreimal. Und Biss ist, glaube ich, Typ Unlicht, die Attacke. Oder Typ Normal. Eigentlich war ich immer auf dem Stand Unlicht, aber... Ah ja, der will auch kämpfen. Eigentlich war ich immer auf dem Stand Unlicht, aber ich bin mir nicht mehr sicher, weil... Erste Generation und da ist ja alles irgendwie anders und so. Wird eigentlich Zeit, dass wir Shillong mal eine Bodenattacke beibringen. Kann ja nicht sein, dass wir nur die ganze Zeit hier mit Wasserattacken rumhantieren. So, Duflor. Weiß nicht, ob das sinnvoll war. Gegen Gift. Es sollte auf jeden Fall nicht sehr effektiv sein gegen mich mit irgendwie einem Gift, eine Giftattacke. Silberblick senkt meine Verteidigung. Oh, aber ich bin auch nicht sehr effektiv. Bei Gift habe ich irgendwie immer keinen Plan, was da los ist. So, lassen wir es mal schlafen, wenn es klappt. Ja, klappt. Und überlegen in Ruhe, was wir machen. Ich glaube, ich gehe einfach mit Shillong rein. Jetzt haben wir auch Biss und das ist dann einfach ein bisschen was Stärkeres als nur Tackle, was keine Wasserattacke ist. Ah, und da steht normal. Die Attacke ist Typ normal. Also einfach wirklich stärkeres Tackle. Ja. Ah, okay. Aber später war es Unlicht, glaube ich. Bin ich mir auch nicht so sicher. So. Nidoran weiblich kommt auch noch hinterher. Bleiben wir einfach drinnen und machen weiter Biss. Die haben auch nicht so abwechslungsreiche, die Gentlemen. Der eine hat zwei Fukano, der hatte ein Nidoran männlich, ein Nidoran weiblich. Geht auf jeden Fall einfallsreicher. Ja, und Gentleman besiegt. Und er lobt mich, dass ich sehr gut bin. Bin ich auch. Ich bin nämlich der Allerbeste. So, und wer bist du? Stuart, ich hätte gerne ein Stückchen Torte. Okay, cool, dass auch so Leute sind, die halt einfach nur hier Urlaub machen. Nicht nur Trainer. Aber natürlich sind auch die Trainer cool. Ich reise immer mit Knuddeluff und Knuddeluff sieht aus wie Pikachu. Knuddeluff sagt Pikachu, nein Spaß. Aber es sieht so aus, weil irgendwie nur drei Sprites gibt oder so. Moin moin, du Landratte. Ich bin der Steward auf diesem Kahn. Ruf mich einfach, wenn du einen Wunsch hast. Verdammt, Gespräch, ich bist du aber nicht. Ja, was soll ich auch sagen? Und was ist hier los? Drei Trainer? Drei Trainer anscheinend. So, der erste ist ein Teenager. Ich weiß aber vorher, die standen da alle so aufgereiht. Aber irgendwie wirkt es auch nicht so, als ob die kämpfen, weil das so viele Leute zum Kämpfen sind. So, Shillong gehe ich mal, Nidoran gehe ich mit Shillong rein, mach wieder Biss. Energiefokus steigert, pumpt sich auf. Energiefokus pumpt Nidoran männlich auf. Schön, dass wir es wissen, aber es juckt uns gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, macht jetzt seine nächste Attacke mehr Schaden oder was? Oder steigert seine Inhit und der darf schneller angreifen? Oder hat einen höheren Verteidigungswert? Wird er fetter, weil er sich aufpumpt? So. Ich kann keine... Was?
Ich kann keine weiteren Items tragen. Ich kann nur 20 Items tragen. Ist doch nicht euer Ernst. Okay. Ich kämpfe noch gegen die und gegen die andere und schaue nochmal in die Tür links. Ich glaube, da kommt noch eine. Heil mich nochmal und dann geht's eh hoch und dann kommt ein Rivalenkampf. Taubsi, Pikachu, du bist eigentlich genau an der richtigen Stelle. Ich hoffe nur, du darfst vorher angreifen. Und ich hoffe, du machst viel Schaden. Das tust du. Und Taubsi ist paralysiert. Das ist auch... Oh, und es darf direkt auch nicht angreifen. Das läuft ja super. Ruckzuck, na gut, können wir nichts machen. Aber das Pikachu hat dadurch Taubsi gekillt. Und Nidoran, weiblich, kommt. Ja, Schillok, Biss, kennt man alles. Hat der andere Trainer eben Nidorino eingesetzt? Irgendwie sah es anders aus als Nidoran männlich, glaube ich. Also so erinnere ich mich in dem Moment gerade nicht realisiert. Weiß ich aber auch jetzt nicht mehr. Och komm, ich habe Aquaknarre gemacht, ist auch egal. So, Tackle. Dann setze ich ja doch nochmal Tackle ein. Schillok bekommt nochmal ein paar EP und die Göre. Und hier müsste noch ein weiterer Trainer sein. Die hier. Ach, und die sagt nur, wir machen eine größere Weltreise. Die will nichts. So, die letzte Tür auf diesem Stockwerk ist kein Trainer, weil wenn er rumläuft, dann ist es kein Trainer. Und der ist ein Geheimagent, was er mir direkt unter die Nase bindet. Schön. Sehr gut, sehr guten Job machst du da. Wenn du es jedem sagst, der da reinkommt, dann wissen es alle, dass du geheim unterwegs bist, ne? Das ist auch sehr geheim. Okay, reicht. So, das Item hier, TM08 ist das. Ist cool, dass wir die auch mitnehmen, weil das Schiff fährt nämlich, nachdem wir hier runtergehen, ab. Und dann können wir gar nichts mehr mitnehmen hier. So, hier geht's raus. Alter, hier geht's in die Küche. Wir sind bei Köche, aber es sind keine Trainer. Aus dem Weg, du Leichtmatrose, wir sind schwer beschäftigt. Was gibt's denn? Kann man sich das anschauen? Nee, kann man nicht. Ich habe einen seltsamen Ball im Müll gesehen. Ah, okay, ein Item im Müll. Wahrscheinlich ein Pokéball. Ich bin der Chef, der Hauptgang ist Lachsfilet, eine kulinarische Köstlichkeit sondergleichen. Es gibt zu viel zu tun, nie kann ich mich ausruhen. Das hat sie so gereimt. Was habe ich nur verbrochen? Ich muss immer nur Kartoffeln schälen. Hier ist nichts, bloß Abfall. Hier ist nichts, bloß Abfall. Hast du schon von Relax gehört? Er schläft und frisst den ganzen Tag. Schnief, schnief. Immer muss die Zwiebeln schälen. Ah, ja. Und hier ist ein Superball, unser erster Superball. Ja, das ist ein besserer Pokéball. Der erhöht die Fangrate. Nicht die Fangrate, die Fangwahrscheinlichkeit. Und der ist auf jeden Fall nützlich bei stärkeren Pokémon. Dieses luxuriöse Traumschiff fährt exklusiv für Trainer zur See. In jedem Hafen besuchen uns ausschließlich geladene Trainer. Ja, auch cool. Dann gibt es hier noch eine Etage, aber ich will erstmal durch die Treppe runterschauen. Was hier im Seitengang ist, hier ist nichts speziell, hier ist ein Trainer. Ein Typ. Der Kapitän ist Meister des Schwertkampfes. Er unterrichtet sogar Pokémon im Umgang mit dem Zerschneider. Ah, okay, und dazu muss man Meister im Interessant. Ahoi, Seemann, bist du seekrank? Also hier draußen gibt es auch Trainer. Ein Matrose, der vielleicht wieder irgendein Wasser... Nee, er hat Mascholo. Und was war dagegen effektiv? Ich habe schon wieder vergessen, Boden? Flug war da effektiv, aber wir haben weder Flug noch Boden. Und Psycho erst recht nicht. Machen wir mal Donnerschock mit Pikachu. Und kassieren dafür direkt einen Karateschlag. Mit einem Volltreffer. Ich glaube, das sollten wir lassen. Und lassen mal Schillok hier rein. Wobei Normalattacken gar nicht effektiv sind gegen ihn. Also ein halb effektiv nur. Weil normal gegen Kampf ist ja klar, wie es ausgeht. Und warum hat der ganze Volltreffer? Reicht doch auch mal hier mit deinen Volltreffern. Ah, hier ist dein Volltreffer zurück. Genau. Pikachu erreicht Level 19. Das ist super. Und, ach, er hat noch eins. Tentacha. Da gehen wir doch wieder zurück
Nein! Nein, ich habe Menki eingesetzt. Was? Aus Versehen bin ich darauf gekommen und habe Menki eingesetzt, was aber direkt gekillt wird. Wobei, Level 14. So schwach ist es jetzt auch nicht unbedingt, aber wir sind halt schwach. Ja. Ja. Ich bin aus Versehen auf Menki gekommen, weil wenn man zweimal nach, wenn man schon das oberste Pokémon ausgewählt hat und dann nach oben geht, dann wird das unterste ausgewählt. Ach man. Hätte mir auch mal jemand sagen können. So, Donnerschock auf Tintara, wir dürfen vorher eingreifen. Sind auch höher gelevelt. Und werden direkt verwirrt vom Tintara. Ich hoffe, das schadet uns nicht. Nee. Killen können wir es auch noch nicht, leider. Und jetzt werden wir umwickelt. Oh nein. Ja, ich wechsle auf Shillok. Nee, auf Duflor. Auf Duflor. Und mach seit Platten mit einer anderen Attacke. Und der Schaden, wenn er nochmal Wickel angreifen darf, der geht dann auf Duflor. Macht er aber gar nicht, sondern er geht auf Säure. Was heißt, er geht auf Säure? Ich glaube, es kann er nicht entscheiden, ob jetzt nochmal Wickel reinkommt oder er frei entscheiden kann. Absorber. Und die letzten 3 KP sind auch weg. Obwohl es nicht sehr effektiv war. Aber ist auch nicht schlimm. Matrose besiegt und jetzt können wir uns hier draußen nochmal richtig umschauen, weil wir haben einmal kurz das gesehen, da hat er uns direkt angesprochen. Hier gibt es noch 2 Trainer. Und hier ist der Bug des Schiffes. Und ja. Hier unten gibt es auch noch mehr Trainer. Sind das Eistrainer oder was? Boah, ich fühle mich elend. An der frischen Luft fühle ich mich besser. Nee, ich glaube, der ist kein Trainer. Und der dann da oben hier auch nicht. Sperrstunde, die Party ist vorbei. Das Schiff sticht bald in See. Hey, wie wär's mit einem Tänzchen? Okay. Was hast du für Pokémon? Können die tanzen einladen? Ja, wobei, sieht schon wie so ein Tanzschritt aus. So, vielleicht werde ich mich damit mit zum Tanzen animieren, mit diesem Schritt, Arm nach oben und ja, also, wenn man es so sieht, dann passt man schon perfekt. So, Volltreffer zieht aber nicht viel ab. Und wir machen Aquaknarre, sollte mehr abziehen als Tackle oder Biss, weil, wie gesagt, normal, habe ich ja gerade schon gesagt. Manchmal ist es ziemlich das Gleiche. Vielleicht, ich überlege gerade, ob ich vielleicht ein paar Trainerkämpfe überspringen soll und nicht nur jeden, nicht jeden zeigen sollte. Oh, der mal mit seinen Volltreffern. Ich kann ja mal Biss machen, vielleicht reicht das schon aus. Ja, reicht aus. Euch ein paar Trainerkämpfe einfach beschleunige auf 4-mal Geschwindigkeit oder so. Und dann nicht halt die ganze Zeit das gleiche laber. Und wenn ich halt was habe, dann laber ich so. Und sonst muss ich nicht die ganze Zeit das gleiche labern, ja. Und übrigens, dann hätte das auch den Vorteil, dann muss ich nicht die ganze Zeit das gleiche labern. Also, ist nervig. Man merkt. Oh, Shillok erreicht Level 25. Und der Matrose ist besiegt. Und hier unten ist noch ein Matrose, der wahrscheinlich kämpfen. Nee, will gleich kämpfen. Oh, ich werde das Deck wohl nie sauber bekommen. Ach, der putzt gerade oder was? Hm. Okay. Gleich kommt ein schwieriger Kampf. Den machen wir heute auf jeden Fall auch noch. Und zwar der Rivalenkampf. Und danach bekommen wir den Zerschneider. Ah, nee, Quatsch, hier ist ja noch ein Deck. Hier ist ja auch ein ganzes Deck mit Trainern. Ja gut, dann machen wir es doch nicht in dem Part. Dann endet der Part hier. Auf der MS Anne. Und im nächsten Part kommt dann Rivalenkampf. Und der Zerschneider bekommen wir. Und dann können wir auch danach direkt schon die Arena in Angriff nehmen. Die Elektro-Arena. Genau, das kommt alles. Bis dahin schalten wir ein. Und so weiter.